Fleisch kann richtig lecker sein. Aber wie viel davon ist eigentlich noch gesund? Lieber mal weniger und dann Gutes. Für dieses Geschnetzelte musste übrigens kein Tier sterben. Was? Und mit dieser Pille danach sollen wir schlemmen können ohne Reue. Ich wäre eine potenzielle Kundin für diese Pille. Gesunde Omega-3-Fettsäuren gibt es jetzt nicht nur im Fisch, sondern auch in der Wurst. Dann schmecken die ja alle nach Fisch, die Würstchen. Ob's stimmt? Was taugen die neuen Ernährungstrends? Leibspeise Fleischiges. Wissen Sie, wie ein perfektes Steak gelingt? Jeden Tag natürlich nicht. Das wäre ungesund. Und Fleisch von glücklichen Tieren? Wer will das nicht? Nur, wie können wir uns das leisten? Ja, wir Deutschen sind Fleischesser. Voll lecker, die kann ich jetzt auch essen. Yum. Aber die Massentierhaltung macht vielen ein schlechtes Gewissen. Oh mein Gott, meine Chicken Wings. Biofleisch wäre eine Alternative, aber das ist teuer. Zum Beispiel Huhn. Während konventionell erzeugtes Hühnerfleisch 2 bis 4 Euro pro Kilo kostet, viel zu billig, kostet die Öko-Alternative das Doppelte bis Dreifache. Boah, ganz schön teuer. Warum ist das so? Fangen wir beim Küken an. Wir alle mögen kleine Küken, aber das Leben von Mast- und Biohühnern verläuft höchst unterschiedlich. Ein Bio-Küken kostet etwa 1,15 Euro. Könnte ich mir auch eins leisten. Sogenannte Turbo-Küken für die konventionelle Mast kosten aber nur 40 Cent. Solche Turbo-Küken wachsen sehr schnell. Die Bio-Junghühner legen langsamer zu. Wenn die Küken dann Teenies sind und so ein nettes Hühnchen, das ist schon gegrillt, eine leckere Variante. Ich esse ungern das Fleisch von Tieren, die ich niedlich finde. Tut mir leid, ist so. Ist schon lecker. Ich ernähre mich schnabelfrei. Also nichts, was ein Schnabel hat. Das Biohuhn hat ein Drittel seiner Lebenszeit Auslauf im Freien. Ein konventionelles Masthuhn nicht. Und Biohühner haben auch drinnen mehr Platz. Aber wie viel Biohühner teilen sich einen Quadratmeter? Ich finde, mehr als 6 sollten da nicht drauf. 10? Falsch. Die Bioland-Vorgabe erlaubt im Stall auf einem Quadratmeter 21 Kilogramm. Das sind 7 Hühner von je 3 Kilogramm. In der konventionellen Mast teilen sich sogar 16 Tiere einen Quadratmeter. Viel Platz haben die nicht. Es ist wirklich eng. Ist nicht so schön. Dazu kommt, die konventionellen Rassen erreichen durch spezielles Futter in 30 bis 40 Tagen ihr Schlachtgewicht von gut 2 Kilo. Häufig allerdings mit Unterstützung von Medikamenten, weil das rasante Wachstum auf die Gesundheit der Tiere schlägt. Biohühner sind nach 53 bis 60 Tagen mit 2,5 Kilo schlachtreif, leben in der Regel aber mindestens 70 Tage. Also von einem erfüllten Leben, wo man was erreichen kann, wo man die Welt gesehen hat, kann man bei Hühnern echt nicht sprechen. Also selbst die Biohühner, arme Schweine. Rechnen wir mal zusammen. Ein Bio-Küken kostet im Einkauf 1,15 Euro. Konventionell sind es rund 40 Cent. Für Stallplatz und Betriebskosten mit Heizung, Strom, Wasser und Personal liegt Bio bei 4,40 Euro. Konventionell bei 40 Cent. Und Futter aus biologischem Anbau kostet auch rund 4,40 Euro. Konventionelles 1,60 Euro. Die Kosten für den Biobauern fast 10 Euro pro Huhn, für den konventionellen Mäster rund 2,40 Euro. Das ist echt fies, das ist ein Bruchteil. Erklärt alles jetzt natürlich. Also das Lebewesen hat überhaupt gar keinen Wert mehr, ne? Bessere Haltungsbedingungen haben ihren Preis. Ob man den zahlen möchte, muss jeder selbst entscheiden. Kennen Sie den? Der Kabarettist namens, ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Ein Komiker, nee, ist ein kochender Komiker. Den kennt man ja. So ein Koch. Der Herr Rach. Ach, der. Was nur wenige wissen. Der macht immer so. Nein, Christian Rach ist Flexitarier. Das bin ich, glaube ich, auch. Ist das was Schlimmes? Nein. Man schwankt immer wieder mal zwischen Vegetarier, Vegan,
Laktotarier, Obstarier, Fleischtarier. Also man macht es halt so, wie man es gerade braucht. Fast richtig. Flexitarier sind Menschen, die bewusst nicht jeden Tag Fleisch essen. 12% der Deutschen, so eine Göttinger Studie, sind solche Flexitarier. Ja, bin ich auch, siehst du, Flexitarier. Rund 4% sind Vegetarier. Sie verzichten ganz auf den fleischlichen Genuss, meist aus Rücksicht vor den Tieren. Noch einen Schritt weiter gehen die sogenannten Veganer. Die essen gar keine tierischen Produkte, auch keine Eier, Honig oder Milch. Und obwohl in Deutschland selbst immer weniger Fleisch gegessen wird, steigt laut Fleischatlas hierzulande die Massenproduktion und damit die Massentierhaltung. Also wenn ich solche Bilder sehe, dann bin ich immer ganz kurz davor, doch Vegetarier zu werden. Die meisten Deutschen lieben aber Fleisch. Im Schnitt essen wir etwa 800 Gramm in der Woche. Das ist aber viel. Und ungesund, meint die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Mehr als 600 Gramm pro Woche sollten es nicht sein. Außerdem benötigt die Fleischerzeugung viele Ressourcen. Es braucht große Ackerflächen, um das Tierfutter anzubauen. Zum Vergleich: Um 1 Kilo Kartoffeln zu produzieren, benötigt man 1/4 Quadratmeter Acker. Für dieselbe Menge Schweinefleisch 10 Quadratmeter. Und für 1 Kilo Rindfleisch sogar 30 Quadratmeter. Im Prinzip ist Fleisch Umweltverschmutzung, kann man fast sagen. Das ist dir ja gar nicht so bewusst, was du mit deinem Fleischkonsum eigentlich anstellst. Diesen 4 Prominenten vielleicht schon. Was haben sie gemeinsam? Also was die gemeinsam haben, das weiß ich jetzt nicht. Julia Roberts, der mit dem Ohr. Mike Tyson. Das ist Van Damme. Alle Flexitarier. Alle Veganer. Wahrscheinlich werden es auch Vegetarier sein. Aber Mike Tyson auch? Der ist auf jeden Fall Fleischesser. Der hat schon mal ein Ohr abgebissen. Trotzdem ist er Vegetarier. Wenn du jetzt gesagt hättest, Sigmar Gabriel ist Vegetarier, hätte ich mich noch mehr gewundert. Mike Tyson ist Vegetarier, beißt aber anderen die Ohren ab. Cool. Otti Fischer, Peter Altmaier. Da gibt es ein paar Kandidaten, wo es mich noch mehr erstaunt hätte. Aber es muss ja nicht gleich jeder zum Vegetarier werden. Wenn wir alle nur etwas weniger Fleisch essen würden, wäre das nicht nur gesund, sondern würde auch den respektvollen Umgang mit den Tieren und unserer Nahrung fördern. Wenn wir uns schon für Fleisch entscheiden, dann sollte es auch richtig lecker werden. Damit kann man mich schon kriegen, ja. Denn so eine zähe Schuhsohle schmeckt niemandem. Das ist mein Problem. Frau Schäfer, Ihnen kann geholfen werden. Thomas Wilgis zeigt, wie es richtig geht. Das perfekte, kurzgebratene Steak. Da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Eigentlich macht die Zubereitung wenig Arbeit und es geht schnell. Allerdings bestehen Steaks aus Muskelfleisch, haben kein Bindegewebe und werden deshalb so schnell zäh. So, der größte Fehler beim Kurzbraten ist die falsche Temperatur. Ist sie zu hoch, wird es außen sehr schnell kross und innen noch roh. Ist die Temperatur zu niedrig, wird es zäh. Im rohen Steak sind die Wassermoleküle fest in die Muskelzellen eingebunden. Aber ab 50 Grad verändern sich die Proteine. Sie verklumpen langsam, die Wassermoleküle werden nicht mehr festgehalten. Der Fleischsaft tritt aus, das Fleisch wird zäh. Das habe ich dann auch oft, dann denke ich, hä, wo kommt denn das ganze Wasser her? Das ist dann das aus diesen Molekülen, wie ich jetzt gerade hier mit Physik 5 lerne. So hätte ich Physikunterricht natürlich auch verstanden. Ideal zum Anbraten sind 140 bis 160 Grad und je nach Dicke 2 bis 3 Minuten pro Seite. Auch eine Herausforderung? Das panierte Schnitzel. Die Zubereitung des Klassikers ist schon etwas komplizierter. Wenn ich eins kann, dann Schnitzel machen. Doch. Ach ja? Beim panierten Schnitzel kann man viel mehr falsch machen, als man glaubt. Das Wichtigste ist aber die Panade. Sie muss zum einen kross sein und sie muss gut halten. Da habe ich einen Trick. Und der Trick ist, ich nehme kein Vollei, sondern nur leicht angeschlagenes Eiweiß. Das ist nämlich ein Superkleber. Aber warum? Sieht aus wie Aioli. Das ist bestimmt auch lecker, die Panade mit Aioli festzumachen.
Die Schaumstruktur des Eischnees passt sich viel besser der bemehlten Fleischoberfläche an als das Vollei. Der Eischnee fängt die Paniermehlkörner ein. Beim Erhitzen kleben die Proteine die Panade schnell fest. Das Eiklar verdampft gleichmäßig. Es gibt keine Wasserdampfexplosion, die die Panade absprengt. Ach, guck mal hier, voll der Aha-Effekt. Das ist mir neu. Das müssen wir auch mal machen mit den Köchen in Hallo Hessen, ne? Mit dem Eischnee, das haben die mir bisher auch nicht erzählt. Muss ich zu euch kommen, um was zu lernen hier? Dabei koche ich jeden Tag in der Sendung. Die richtige Temperatur liegt bei 160 bis 180 Grad. 2 bis 3 Minuten pro Seite. Und die Königsdisziplin? Der Schmorbraten? Bei uns auch als Sonntagsbraten bekannt. Den konnte Mutti natürlich am besten, oder? Meine Mutter war keine begnadete Köchin. Wir waren viel essen. Das tut uns aber leid. Wie wär's denn mal mit selber braten? Einen guten Sonntagsbraten brauchen wir ein schönes Stück Fleisch. Und schönes Stück Fleisch heißt hier durchwachsen. Und durchwachsen heißt Bindegewebe. Und das können wir hier sehen. Das sind diese weißen Stellen, die wir hier sehen. Denn dieses Bindegewebe, das Kollagen. Das ist ja auch das, was einem dann später im Gesicht fehlt, ne? Das wird nachher zu Gelatine. Und Gelatine hat die Eigenschaft, Wasser aufzunehmen und einzusammeln. Und so kommt Wasser ins Fleisch. Und das heißt, es wird zart. Und deswegen ist der Sonntagsbraten nach langer Schmorzeit schön zart. Guck mal, das schneide ich immer weg, weil ich denke, das ist Bebe. Nicht doch, Frau Üssig. Das C-Kollagen ist eine aus 3 Proteinsträngen bestehende verschraubte Helix. Das Auflösen dieser Struktur braucht allerdings viel Zeit. Ist die Helix aber entschraubt, ist aus Kollagen Gelatine geworden. Jetzt kann Wasser eingelagert werden und das Fleisch wird saftig. Beim Menschen wäre das jetzt Zellulite, ne? Wasser. Beim Schmoren gilt übrigens, selbst kleine Fleischstücke brauchen bei 120 Grad mindestens 2 bis 3 Stunden Schmorzeit. Dann klappt es auch mit dem zarten Sonntagsbraten. Jetzt zum reichhaltigen pflanzlichen Angebot. Fleischlose Leckereien sind in. Nicht nur neue, auch alte Sorten liegen im Trend. Und eine lang vergessene Hülsenfrucht entpuppt sich als Fleischersatz der Zukunft. Gemüse kann auch mehr als nur gesund sein. Manche Sorten gelten im Volksmund fast schon als Wunderpflanzen. Aber stimmt das auch? Zum Beispiel Möhren. Verbessern sie tatsächlich die Sehkraft? Ich liebe Möhren. Ich esse Möhren roh. Ich esse sie als Mousse. Ich mische sie mit Kartoffeln total gerne. Na, hast du schon mal einen Hasen mit einer Brille gesehen? Und habe trotzdem eine Brille auf. Ja, aber dass man jetzt gezielt sagt, ich esse jetzt noch 1 Kilo Möhren und habe dann 3 Dioptrien weniger, das wird nicht funktionieren. Tatsache ist, in Möhren steckt der Farbstoff Beta-Carotin. Der gibt den Rüben ihre typische Farbe und wird im Körper zu Vitamin A umgewandelt. Und das ist wichtig für das Sehen. Vitamin A kommt im Sehpigment der Netzhaut vor. Allerdings nur in den sogenannten Stäbchen, die verantwortlich für das Hell-Dunkel-Sehen sind. Bekommt das Auge zu wenig Vitamin A, kann das zu Nachtblindheit führen. Bedeutet das aber auch, dass wir mit Hilfe von Möhren schärfer sehen können? Das Beta-Carotin aus den Möhren unterstützt die Sehkraft, indem nämlich Beta-Carotin in Vitamin A überführt werden kann. Aber es geht um Hell-Dunkel-Sehen und nicht um die Schärfe des Sehens. Schade eigentlich. Gesund sind Möhren aber trotzdem. Aber Achtung, nur mit Fett kann der Körper das Beta-Carotin aus der Möhre in das wichtige Vitamin A umwandeln und nutzen. Diese kleinen Knollen sollen echte Schlankmacher sein. Radieschen. Ach komm, Schlankmacher! Wenn ich statt Currywurst mit Pommes Radieschen esse und das über 3 Monate, ich wette, ich nehme ab. Ach ja. Aber das war nicht die Frage, oder? Nö. Ich glaube ja auch, dass das was mit dieser Schärfe zu tun hat. Falsch. Radieschen sind einfach kalorienarm. 100 Gramm haben nur 14 Kilokalorien, 100 Gramm Buttermilch schon rund 36 und Knäckebrot sogar 314. Also ein gutes Gemüse zum Abnehmen, oder? Abnehmen könnte man natürlich mit Radieschen, aber eine ausschließliche Radieschendiät bietet sich nicht an, sie ist einfach ungesund. Ausgewogen essen, und zwar nur so viel, wie der Körper braucht, ist sehr viel besser und ganz viel bewegen. Und wie sieht es mit Spinat aus? Macht der wirklich stark, wie immer behauptet wird?
ich würde es diesem Gemüse gönnen, dass da tolle Sachen drin sind. Und ich meine, irgendwoher muss das mit Popeye ja auch kommen. Man kennt das ja aus diesen Popeye-Filmen und Comics, Spinat, Spinat, Spinat essen. Damit sind wir, glaube ich, alle gequält worden. Spinat macht stark, ja, aber so ein kleines bisschen nur. Also nicht so, wie ich eigentlich mal früher gehofft habe. Was meint unsere Expertin? Der wichtigste Inhaltsstoff im Spinat ist das Eisen. Und Eisen brauchen wir als Bestandteil des Hämoglobins. Und das transportiert den ganzen Sauerstoff im Blut. Und dadurch erhalten wir eine gewisse Leistungsfähigkeit. Und Kinder brauchen viel Eisen, um wachsen zu können. Spinat liegt mit 3,5 Milligramm Eisen pro 100 Gramm allerdings noch hinter Erbsen mit 5 Milligramm und Linsen, die es sogar auf 6,9 Milligramm bringen. Ach, das wusste ich ja nicht, dass die Erbsen viel mehr Eisengehalt haben. Ob Erbsen oder Spinat, beides ist gut für unseren Nachwuchs. Jetzt müsste man die lieben Kleinen nur noch davon überzeugen. In den Niederlanden gibt es einen Trend, der die Vielseitigkeit von Gemüse und Pflanzen in einem ganz neuen Licht erscheinen lässt. Bei unseren Nachbarn gibt es mittlerweile zahllose vegetarische Fleischereien. Das fleischlose Fleisch ist sogar im Imbiss um die Ecke zu haben. Ach, das habe ich auch mal probiert. Ich finde ja, man schmeckt das sofort raus. Also, nee. Liebe Frau Ösük, dann sollten Sie vielleicht mal Paul Bohms Hühnergeschnetzeltes ohne Hühnerfleisch probieren. Der Unterschied ist, unser Huhn ist immer saftig. Es gibt kein Fett, keine Venen oder harte Stücke im Fleisch. Und sogar Profiköche sollen den Unterschied zu echtem Fleisch nicht bemerken. Das behauptet zumindest Jaap Gortewek. Er hat die vegetarische Fleischereikette in Holland gegründet. Wir wollten ein Produkt, das sich in Geschmack, Struktur und Kaugefühl nicht von echtem Fleisch unterscheidet. Wenn Sie es probieren, wissen Sie nicht, dass es zu 100% aus Pflanzen besteht. Es ist kein Fleisch enthalten. Aus was soll das bestehen? Bin mal gespannt. Es sieht aus wie Fleisch, es schmeckt wie Fleisch und hat auch die Konsistenz von Hühnchenfleisch, ist aber kein Hühnchenfleisch. Verstehe ich nicht. Was ist es denn dann? Es ist ein Lupinengericht. Jaap Gortewek wollte keine Massentierhaltung mehr betreiben und entwickelte deshalb eine pflanzliche Alternative. Vegetarische Kipstukjes. Genau. Und die sollten nicht aus importiertem Soja bestehen, sondern auch nachhaltiger sein. Bei seinen Recherchen entdeckt Jaap Gortewek diese alte Nutzpflanze. Die Lupine. Lupinenfelder besaß Gortewek schon, weil er die genügsame Pflanze als Viehfutter angebaut hatte. Auch im Supermarkt wird das Lupinenfleisch begeistert angenommen. Über 1000 Verkaufsstellen gibt es in den Niederlanden und Belgien. Ein Vorteil für die Konsumenten? Die Produkte lassen sich einfach verarbeiten. Davon profitiert auch Paul Bohm, der die Lupinenmasse noch verfeinert, etwa mit Hefe und Gewürzen. So kann er selbst Fleischliebhaber überzeugen. Guck mal, das sieht echt aus wie Hackfleisch, Hamburger. Würde ich echt gerne mal probieren. Wenn man das dann in der Form geliefert bekommt, dann verarscht man sich im Zweifelsfall selbst, aber das aus gutem Grunde und mit gutem Gewissen. Ein gutes Gewissen haben viele auch mit diesem Trend, dem Trend zum Regionalen. Das gilt nicht nur für den Einkauf. Immer mehr Menschen versuchen auch wieder selbst anzubauen im eigenen Garten oder auf solchen gemieteten Parzellen. Hier wird Gemüse aller Art angebaut. Auch alte, fast vergessene Sorten wie Steckrüben, Pastinaken, Schwarzwurzeln, rote Beete oder Mangold. Mangold liebe ich. Kannst du dich reinsetzen, das ist super. Mangold, toll, toll, toll. Pastinake finde ich ganz super. Rote Beete kenne ich natürlich, mag ich aber nicht so gerne. Aber das ist natürlich ein Klassiker. Solche Gemüseklassiker bauen Sabine Kühn und ihre Familie auf ihrer Parzelle in Gut Frankenhausen bei Kassel an. Ich denke schon gerade. Am Anfang war ich dem Ganzen natürlich irgendwie erstmal so ein bisschen skeptisch gegenüber, dass ich gedacht habe, so viele Gemüsesorten auf einem Haufen, das kann ja eigentlich nichts werden. Und es war dann tatsächlich auch so, dass das Unkraut dann höher war als das Gemüse. Das Unkraut musste natürlich weg. Das Gemüse, besonders die alten Sorten, haben viele Vorteile.
Sie sind optimal an unser Klima angepasst, sind robust und pflegeleicht. Die können auch Regen vertragen und bei unserem tollen Sommer ist es ja eine gute Sache, ne, wenn man regentauglich ist. So eine Art Gummistiefelgemüse ist das. Und das Gemüse hat es in sich. Mangold enthält zum Beispiel Calcium, das ist gut für unsere Knochen. Und die ätherischen Öle der Pastinaken fördern unsere Verdauung. Rote Beete besitzt viel Folsäure, ein für uns Menschen wichtiges Vitamin, das wir nicht selbst herstellen können. Rote Beete klingt wenig genussvoll. Ein Vorurteil, sagt Rainer Holzhauer. Rote Beete hört sich ja erstmal ein bisschen langweilig an, irgendwie Wintergemüse im Keller eingelagert oder so. Aber rote Beete und so ein bisschen neu interpretiert, schmeckt super lecker. So können wir das eigentlich ausholen mit fast allen alten Gemüsen. Da gibt es ganz viele neue Interpretationen oder einfach viel Spaß beim Kochen. Jetzt sind wir aber gespannt. Alte Sorten im neuen Gewand. Rainer Holzhauer serviert. Pastinakenpüree an Rinderfilet. Bunten Mangold mit Pute und rote Beete Carpaccio mit Zander. Ich glaube, ich würde jetzt sogar die rote Beete essen, weil es so lecker aussieht. Alles in der Reihenfolge könnte ich jetzt essen. Alles in der Reihenfolge. Probieren dürfen das jetzt aber unsere Hobbygärtner. Ich muss sagen, ich bin ganz begeistert von dem Essen. Das Pastinakengemüse, das hat mich richtig umgehauen. Also ab ins Beet, liebe Hessen. Denn selbst geerntetes und besonders auch die alten Gemüsesorten bereichern unsere Küche und bieten dazu noch jede Menge gesunden Genuss. Gesund? Geht das auch bei schnellem Essen? Wir wollen wissen, kann es gesundes Fastfood überhaupt geben? So ein Fertigsalat geht schon in die richtige Richtung. Aber wie hygienisch ist der? Und? Wir stellen Fastfood auf Niederländisch vor. Ravioli, Lasagne und Co. Einfach auspacken, rein in die Mikrowelle oder Pfanne und fertig. Das habe ich mal gemacht. Zugegeben, das habe ich wirklich mal gemacht. Ekelhaft. Das könnte ich nicht essen, diese Dinger. Ich hab das dann auch nie wieder gekauft. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ich wollte wissen, schmeckt dieses Zeug oder nicht. Aber das schnelle Essen ist nur der Anfang. Die Zukunft gehört dem bequemen Selbermachen. Ich würde es immer eher als Alternative zum frischen Kochen sehen. Aber ich glaube, der Anspruch sich selbst gegenüber ist auch sehr, sehr hoch zu sagen, ich koche jetzt jeden Tag frisch. Ich würde es auch gerne, aber ich schaff's nicht. Ja klar, ich war ja auch mal 19 und bin bei meinen Eltern ausgezogen, ohne irgendwas zu können. Klar, Ravioli, ist ja normal, aber ich bin ja jetzt knapp über 19. Und deswegen habe ich mich etwas weiterentwickelt. Die Lebensmittelindustrie übrigens auch. Denn nur noch in jeder zweiten Familie wird täglich gekocht. 3 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete die deutsche Lebensmittelbranche mit Fertiggerichten allein in 2015. Um die Verbraucher mit immer neuen Ideen zu beglücken, schicken deutsche Hersteller die Lebensmittelexperten von Food Professionals auf Entdeckungsreise, vor allem zu unseren Nachbarn in die niederländischen und belgischen Supermärkte. Produktentwicklerin Petra Meyer findet hier neue Warenangebote, die vielleicht schon morgen bei uns auf den Tisch landen. Zum Beispiel solche Essensbaukästen. Da sind die Zutaten für ein Gericht fertig in einer Box zusammengestellt. Auch deutsche Hersteller, die bei uns eher für Tütensuppen bekannt sind, gehen in den Niederlanden schon neue Wege. Das wäre das, was man hier bei uns in Deutschland kriegt. Ne? Also jetzt nur die Gewürzmischung für die Soße. Und hier habe ich jetzt noch die Marinade fürs Fleisch und die Pfannkuchen gleich zusammen. Also wieder einen Schritt weiter, mehr Convenience. Das heißt, ich muss es nicht zusammensuchen im Markt, oder, ja, sondern ich habe es direkt zusammen verpackt. Ist ja voll anstrengend. Boah, noch zum nächsten Regal. Nee, schaffe ich nicht. Das ist nicht Kochen für mich. Kochen ist Spaß, kann auch eine Menge Arbeit machen, eine große Sauerei sein und man kann auch furchtbar daneben liegen in dem, was man da macht. Aber das gehört zum Leben dazu, finde ich. Ein Regal beeindruckt Petra Meyer ganz besonders. Fertig zubereitete Kartoffeln in allen erdenklichen Varianten. Einzeln im Backbeutel geschält, ungeschält, püriert, rund, eckig, halbiert, geviertelt, gesalzen und gewürzt. Die klassische Sättigungsbeilage für den schnellen und problemlosen Einsatz. Die Kartoffel ist ein zeitfeindliches Kochprodukt erstmal, also die normale Rohkartoffel. Das heißt, man hat die Zubereitungszeit von
einer Stunde vielleicht auf 10 Minuten reduziert. Wahnsinn. Das finde ich echt extrem. Ich meine, was ist so schwer daran, eine Kartoffel zu schälen? Es geht ja wirklich auch so schnell, die Kartoffel zu kochen oder sich Bratkartoffeln zu machen. Das ist, was macht das mit unserer Gesellschaft? Das ist echt, da verzweifelt man. Finde ich ganz schlimm. Auch beim Brot setzen unsere Nachbarn auf Bequemlichkeit. Zum Beispiel das Brot im Backbeutel. Hier gibt's kein Kneten, keinen Mehlstaub, nur rein in den Backofen. Und 50 Minuten später, nicht mal das Blech ist schmutzig geworden. Einziges benötigtes Werkzeug, eine Schere. Das ist natürlich auch der Dampf, der jetzt rauskommt. Und dann behauptest du, ich habe mein Brot selbst gebacken. Lüge, Lüge. Stimmt, selbst gebacken sieht anders aus. Und da stellt sich die Frage, schmeckt ein Essen wie hier aus dem Baukasten wirklich noch wie selbst gekocht? Irgendwann gibt's die Dinger dann auch noch vorgekaut und vorverdaut und alles. Braucht kein Mensch. Frischer Salat. Sieht einfach toll aus und ist gesund. Und für die Eiligen gibt's Fertigsalate. Nur, ist so ein Salat eine Alternative zum selbstgemachten? Ja, habe ich schon mal gekauft. Nehme ich manchmal mit in die Redaktion, wenn ich es dann hier nicht in die HR-Kantine schaffe, obwohl die ein super Salatbuffet haben. Aber sind die abgepackten, was die Hygiene betrifft, auch wirklich sicher? Ja gut, da gehe ich schon davon aus, dass das dann nach den Kriterien mit Handschuhen und Haarschutz und was auf dem Boden liegt, kommt, nicht wieder reingemacht wird. Ne? Aber das ist vielleicht auch der Glaube in die gute Menschheit, ich weiß es nicht. Ich kann das nicht richtig sagen, aber ich habe immer so ein bisschen so einen leichten Ekel, wenn ich das aus dieser Plastikbox esse. Man weiß auch nie, wer hat da seine Finger dran gehabt und ist das wirklich sauber gemacht worden? Und wenn ja, womit hat man damit eventuell vorher die Kloschüssel ausgewischt? Weiß ich nicht, da bin ich sehr skeptisch immer. Skeptisch zu Recht? Lauern hier Keime? Wir machen einen Test und kaufen in verschiedenen Supermärkten fertig abgepackte Salate. Diese hier wurden direkt vor Ort frisch zubereitet und abgepackt. Diese Tütensalate ohne Dressing wurden industriell produziert. Als drittes kauften wir zum direkten Verzehr bestimmte Industriefertigsalate mit Dressing. Die Proben brachten wir ins Marburger Institut für Mikrobiologie und Hygiene. Professor Rainier Mutters und sein Team versuchten, möglichen Krankheitserregern auf die Spur zu kommen. Jetzt kommt's. Jetzt kommt die Hiobsbotschaft. So und so viele Viren und Bakterien. Oh. Nach 5 Tagen lag das Ergebnis vor. Was hatte sich in den im Supermarkt zusammengestellten Salaten verborgen? Wir haben bei unseren Untersuchungen gesehen, dass bei den vielen Proben tatsächlich nichts wirklich relevant Schädliches dabei gewesen ist. Also die Salate sind, anders als frühere Untersuchungen von vergangenen Jahren gezeigt haben, eigentlich unbedenklich. Das ist ja schon mal beruhigend, ehrlich gesagt. Kann man ja doch mal zugreifen. Und wie schnitten die maschinell zusammengestellten Salate ab? Bei einem Salat tatsächlich einen Bacillus cereus gefunden. Das ist ein typischer Keim, der Giftstoffe, sogenannte Toxine, produzieren kann, die dann zu Durchfallerkrankungen führen. Und bei diesem einen Salat, das war ein Gabelsalat, ist aber Zufall, war die Keimzahl auch so hoch, dass dieser Salat unbedingt aus dem Verkehr hätte gezogen werden müssen. Da muss ich aber auch mal sagen, sowas passiert halt. Ja? Also, da würde ich jetzt noch nicht den Stab über der Salatabpackindustrie brechen, sondern das gehört dazu. Sowas ist halt überall mal zu finden, auch im besten Restaurant. Aber wie kam der Keim in den Salat? Könnte das der Grund gewesen sein? Der Kackkeim. Durchaus möglich. Vielleicht ist tatsächlich verkeimte Gülle mit dem Salat in Berührung gekommen. Gelangen solche Boden- oder Fäkalkeime erstmal in die Pflanze, hilft noch nicht einmal sorgfältiges Waschen. Eine erhöhte Keimbelastung bei abgepackten Salaten wird immer mal wieder festgestellt. Auch haben Fertigsalate nur eine kurze Haltbarkeit und sollten rasch verzehrt werden. Eine Alternative: Salat selber machen. Dann ist auch nur das drin, was einem schmeckt. Ich bin eine super Salatmacherin. Ich bin eigentlich die Königin, Queen of Salads. In München locken sogenannte Street-Food-Veranstaltungen jede Menge Liebhaber des schnellen Essens an. Verschiedenste Imbisswagen bieten das fixe Essvergnügen feil in allen erdenklichen Variationen. Mit dabei sind aber auch Fast-Food-Klassiker wie Hotdog oder Pommes.
Der Mensch ist darauf programmiert, ein heißes Verlangen nach Fastfood zu haben, weiß Professor Hans Hauner. Essen mit viel Fett und Kohlenhydraten war in der Frühzeit überlebenswichtig. Heute gilt Fastfood einfach nur als ungesund. Zu Recht. Bei diesen Fastfood-Produkten beispielsweise sind Kohlenhydrate enthalten, die sehr schnell ins Blut übergehen, den Blutzucker schnell ansteigen lassen. Es ist oft minderwertiges Fett mit enthalten, was der Körper auch nicht so leicht verarbeiten kann, was dann sozusagen Entzündungen mit begünstigen kann. Und wir wissen heute auch, dass diese Art von Ernährung direkt Krankheiten mit verursachen kann. Ist das nun das Aus für Burger, Hotdog und Co.? Nee. Stimmt. Fastfood geht auch in gesund, meint der Koch Ruben Wester Ebbinghaus. Ja, unser Konzept ist, Fastfood geht anders. Das heißt, wir setzen total viel Wert auf wo kommen die Zutaten her. Regionale Zutaten, gemischt mit Biofleisch, ist nichts tiefgefroren. Und fertig ist ein erfolgreiches Bio-Erlebnis und Burger-Erlebnis. Dass die Burger hier wirklich anders sind, erkennt man schon auf den ersten Blick. Würde ich sofort reinbeißen. Sieht toll aus. Sieht sehr lecker aus. Ein Appell an die Burgerindustrie. Je höher, umso schwieriger zu essen. Mach die doch einfach ein bisschen flacher. Oder? Können wir auch besser reinbeißen. Ein weiterer Trend, Gemüseburger. Zum Beispiel aus roter Beete, schwarzen Bohnen oder Kichererbsen. Durchaus gesund. Aber ich würde empfehlen, den Burger gesünder einzubetten. Also dann keine Pommes, die dann oft auch noch stark versalzen sind, oder keine zuckergesüßten Limonaden mit dazu. Genau so geht's. So macht man das moderne Fastfood. Schnell und gesund. Gastronomen und Imbissanbieter haben das längst erkannt und bieten Gerichte an, die mit viel frischem Gemüse, Salat und Vollkorn zubereitet sind. Ja, sehr, sehr lecker sieht das aus. Also geht auch anders und es wird Zeit, dass der hier mal eine Filiale in Hessen aufmacht, oder? Wenn es schon den Trend zum gesunden Fastfood gibt, gibt es denn auch im Bereich Fettiges? Fettlos werden ist ein ganz großes Thema. Eine Pille soll da helfen. Omega-3-Fettsäuren sollen wahre Alleskönner sein. Aber welches Fett ist gesund? Fest steht, Fett hat einen schlechten Ruf. Die Medizinprofessorin Elke Rob möchte mit diesem Vorurteil aufräumen. Wir wollen wissen, kann man sich eigentlich ohne Fett ernähren? Das halte ich für schwierig, weil es gibt ja, glaube ich, schlechte Fette und gute Fette. Und wenn ich jetzt an die guten Fette denke, in den Nüssen zum Beispiel. Klar kann man das, aber ich glaube weder, dass es sinnvoll ist, noch dass es schmeckt. Ich glaube, das ist eine doofe Idee. Ich bin mir ziemlich sicher, wir brauchen Fett. Klar in Maßen, aber wir brauchen Fett, um gesund zu sein. Wurst, Käse oder Butter haben allerdings einen hohen Fettgehalt. Also besser ganz darauf verzichten und lieber zu Obst und Gemüse greifen? Die sind doch 100% fettfrei, oder? In Obst und Gemüse sind auch Fette enthalten. Ich kenne Fruchtzucker, aber Fruchtfette finde ich jetzt neu. Es gibt sehr fettreiche pflanzliche Produkte, wie zum Beispiel Raps oder Soja oder Oliven. So klar, aus Oliven machst du Olivenöl. Also da muss ja Fett drin sein und auch genug, sonst würde es sich ja nicht lohnen. In Orangenfett, das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, und zwar 0,2 Gramm pro 100 Gramm Frucht. Kommt denn da das Fett her? 0,2 Gramm, ist ja unglaublich. 0,6 im Apfel. Stimmt aber, auch wenn's nur wenig ist. Und jetzt kommt's. Avocados haben 23 Gramm und Oliven 36 pro 100 Gramm. Tatsächlich mehr als Salami mit etwa 30 Gramm Fett. Stellt sich die Frage, gibt es überhaupt fettfreie Lebensmittel? Die Salatgurke. Wasser. Noch eins? Schokolade, na klar. Kaffee. Keine Ahnung. Alkohol? Nein, weiß ich nicht. Hat Alkohol? Alkohol hat auch Fett. Hä? Hey? Nee, denn nur Wasser und reiner Alkohol enthalten 0% Fett. Die sind allerdings für eine ausgewogene Ernährung echt nicht zu empfehlen. Ach, dann ernähre ich mich ja sehr fettarm. Ich lebe fettfrei, ich trinke dafür nur. Bleibt trotzdem die Frage, ist Fett generell ungesund? Fett ist einer der Energielieferanten neben Kohlenhydraten und Eiweiß. Und trotz hoher Kalorienwerte ist Fett in Maßen gesund und wichtig.
Wir brauchen die Fette, die essentiellen Fettsäuren, um Zellen aufzubauen. Und wir brauchen sie, um fettlösliche Vitamine in den Körper aufzunehmen, zum Beispiel Vitamin A, D, E oder K. Laut Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung heißt es, 70 Gramm Fett pro Tag sind erlaubt. Ich glaube, das hat der in seiner Schale schon um ein Mehrfaches überschritten, oder? Möglich, denn so eine Currywurst allein hat schon um die 40 Gramm Fett. Ach, 40 nur. Dann geht's ja. Mit Pommes und Ketchup sicher zu viel. Macht fettarme Ernährung automatisch schlank? Das Problem ist, wer wenig Fett isst, nimmt zwar weniger Kalorien zu sich, hat aber Hunger. Und der wird dann eben gerne mit mehr Kohlenhydraten gestillt. Und die machen auch dick. Fazit: Ausgewogen essen ist am besten. Ganz auf Fett verzichten klappt eh nicht. Wieder was gelernt, ne? In fettreichen Kaltwasserfischen wie Lachs, Thunfisch und Sardinen kommen sie vor, die so viel gepriesenen Omega-3-Fettsäuren. Habe ich schon mal in der Werbung gehört, aber das Lustige ist, man hört davon und man übernimmt es so in den Sprachgebrauch und keine Sau weiß, was das bedeutet. Omega-3 ist doch eigentlich ganz gut fürs Gehirn, oder? Und für Haut und für Nägel und für alles, was man so zum Überleben braucht. Fast. Omega-3-Fettsäuren sind wichtig für den Zellaufbau und das Herz-Kreislauf-System. Sie stecken übrigens auch in Walnüssen und Rapsöl. Aber leider kann unser Körper Omega-3-Fettsäuren nicht selbst bilden. Wir kommen nur über unsere Nahrung an sie dran. Fisch. Ich esse viel zu wenig Fisch. Das geht vielen so. Deswegen fehlt uns Omega-3. Früher quälte man Kinder deshalb noch mit Lebertran. Oh, hammerhart. Oh, das kann ich gar nicht sehen, da wird mir so schlecht. Da kriege ich sofort einen Würgereiz. Aber das war nur für so spirrelige Kinder, das habe ich nicht gekriegt. Hat meine Uroma immer gemacht, jeden Morgen ein Löffel Lebertran. Schrecklich. Ich weiß, ich habe mir die Nase zugehalten und mir irgendwie Gummibärchen in die Wangen gesteckt und so. Also, ich war schon, also jetzt nicht dick, aber ich brauchte das nicht. Ich bin kein Lebertrankind, Gott sei Dank. Danke, Mama. Echt ganz schlimm. Ja, ein Genuss war das nicht. Lieferte aber neben Vitamin D auch die guten Fettsäuren. Heute zwingt man Kinder nicht mehr. Der Omega-3-Mangel aber bleibt. Die Ernährungsindustrie hat das erkannt und wirft seit Jahren Nahrungsmittel mit Omega-3-Zusatz auf den Markt. Das ist für mich dann wieder so, wir doktern mal so ein kleines bisschen an unseren Lebensmitteln rum, ja, und schießen hiervon ein bisschen was rein und davon ein bisschen was rein. Ist so wie beim Salz, Jod, Jod, Jod enthält Jod, das ist der neue Trend, Omega-3. Lasst mein Essen in Ruhe, fummelt da nicht dran rum, mache ich auch nicht. Der Kardiologe Clemens von Schacki will überprüfen, ob unser Körper das künstlich zugefügte Omega-3 überhaupt aufnehmen kann. Dazu bekommen 44 Versuchspersonen 2 Monate lang täglich 80 Gramm Wurst zu essen. Die eine Hälfte Produkte mit Omega-3, die andere ohne. Och, für ein bequemer Versuch hätte ich auch mitgemacht, hier 80 Gramm Wurst. Das ist wirklich ein sehr harter Job, jeden Tag Wurst essen. Vor Beginn des Versuchs nimmt der Arzt bei jedem Teilnehmer eine Blutprobe und bestimmt damit den aktuellen Omega-3-Gehalt des Probanden. Am Ende des Experiments hat er diesen Vorgang wiederholt, um zu sehen, ob sich die Werte verändert haben. Die ersten Labordaten sind da. Es ist so, tatsächlich werden die Omega-3-Fettsäuren aus der Wurst vom Körper aufgenommen. Aber was wir sehen, ist, dass die Unterschiede von Person zu Person riesengroß sind. Das heißt, jeder isst die gleiche Menge, aber es kommen unterschiedliche Mengen an. Ja, und das ist ja komisch, oder? Ich meine, eigentlich müsste es doch bei allen dann besser sein, der Blutwert. Aber es ist nur bei ein paar Leuten besser. Also kann es jetzt nicht das Allheilmittel sein? Stimmt. Eine klare Empfehlung kann der Mediziner nicht aussprechen. Allerdings, Nahrungsmittel mit natürlichem Omega-3-Gehalt sind auf jeden Fall gut. Versuchen Sie es doch mal mit Rapsöl, ein paar Walnüssen oder einem leckeren Stück Lachs. Essen können, was man will, so viel man will. Und wenn es dann zu viel auf der Waage wird, einfach eine Pille einwerfen. So einfach? Essen, Essen und eine Pille? Okay, bin ich dabei.
Wenn es da was gäbe, was funktioniert und medizinisch unbedenklich ist, dann wird das jeder nehmen und niemand hätte Übergewicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich wäre eine potenzielle Kundin für diese Pille. Und dieses Joggen und Schwimmen und alles, was man so macht, könnte man ja auch ein bisschen eindämmen. Dr. Klaus Winkler aus Frankfurt beschäftigt sich schon lange mit der Frage, ob solche Pillen überhaupt eine Funktion haben. Die Hersteller versprechen das Blaue vom Himmel herunter, abnehmen nur mit einer Tablette, ohne Sport, ohne Bewegung. Kann das überhaupt funktionieren? Wie sollen zum Beispiel solche Sättigungskapseln aus der Drogerie wirken? Die Kapseln enthalten oft Quellstoffe, etwa Mehl aus der asiatischen Cognac-Wurzel. Sie sollen im Magen Wasser binden und so für ein Sättigungsgefühl sorgen. Na ja, gut, macht dann den Magen voll, ja. Aber nimmt man dadurch auch ab? Der Effekt dieser Kapseln ist äußerst gering. Sie haben einen Effekt, aber der ist gering. Langfristiger Nutzen keiner. Nebenwirkungen zum Teil ja, allergische Reaktionen können auftreten. Also ich rate davon ab. Sind solche Kohlenhydratblocker besser? Die Kapseln enthalten oft den Wirkstoff Glycolid. Der soll erreichen, dass kohlenhydratreiche Nahrung gar nicht erst verwertet, sondern einfach wieder ausgeschieden wird. Mir noch nicht ganz einleuchtend. Ich bleibe noch bei der These, dass es diese Wunderpille noch nicht gibt. Der Effekt ist sehr gering. Die Kohlenhydrate werden auch nicht unverändert ausgeschieden, sondern werden von Bakterien im Dickdarm verarbeitet. Das heißt, es gibt Nebenwirkungen, Blähungen, Durchfall kann dabei auftreten. Naja, du musst halt plötzlich an jeder Stelle mal irgendwann, ohne das kontrollieren zu können wahrscheinlich. So, Hatschi, oh, nicht gut. Sind solche Fettburner effektiver? Die Wirkstoffe Koffein, Guarana oder Grünteeextrakt sollen den Stoffwechsel aktivieren. So soll der Körper mehr Energie verbrauchen und dadurch Fett verbrennen. Skepsis? Skepsis! Fettblocker oder Binder nutzen ein anderes Prinzip. Sie sollen die Fette aus der Nahrung binden, damit sie gleich wieder ausgeschieden werden können. Klingt eklig. Auch Fettblocker, Fettburner haben keinen Langzeiteffekt. Das ist wissenschaftlich nicht erwiesen. Zudem ist es so, dass man Präparate übers Internet erwerben kann, die zusätzliche Inhaltsstoffe haben mit zum Teil lebensbedrohlichen Nebenwirkungen, die nicht deklariert sind. Also da wird es wirklich gefährlich für den Verbraucher. Wie gefährlich Abnehmprodukte sind, hat das Chemische Untersuchungsamt in Karlsruhe festgestellt. Vor allem die Schlankmacher, die per Internet aus dem Ausland kommen, sind gefährlich. Aber irgendwas aus dem Internet, wo ich nicht weiß, wo das hergestellt ist und mit was für chemischen Zutaten, da würde ich die Finger von lassen. Wenn du das Internet aufmachst, was da alles angeboten wird, da bist du ja über Nacht ein Topmodel. Und wer das glaubt, ist, glaube ich, schon verloren. In vielen dieser Präparate haben wir den Wirkstoff Sibutramin nachgewiesen. Das ist ein sehr stark wirksamer Appetitzügler, der aber auch ganz erhebliche Nebenwirkungen hat. Es kann vom Blutdruckabfall bis hin zum Schlaganfall sogar gehen. Augeninnenblutungen sind auch nachgewiesen. Das ist also ein sehr gefährlicher Stoff. Wer abnehmen will, sollte auf eine ausgewogene Ernährung achten. Und der alte Sinnspruch, sich Regen bringt Segen, ist durchaus richtig. Bewegung tut dem Körper gut und so geht es gesund. Ran an den Speck. Und Frau Üssök hat auch noch einen Tipp. Einfach ein bisschen drauf achten, nicht jeden Abend eine Chipstüte, sondern mal einfach nur eine halbe und dann läuft das auch schon. Apropos Chips, da hat Herr Kölker doch auch schon Erfahrungen gesammelt. Wie war das nochmal? Ich war damals in den USA und habe dann fettfreie Chips gegessen. Ich habe den Dünnpfiff meines Lebens davon bekommen. Das weiß ich noch. Aber ich habe nicht zugenommen. Das war 12-mal richtig essen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen ein paar gesunde und leckere Tipps geben und zeigen, welche Trends es gibt. Ich habe gelernt, dass Fett nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Oh, ich habe gelernt, das war wirklich ein Aha-Effekt, dass Erbsen mehr Eisen haben als Spinat. Dass es sich lohnt, für Biofleisch ein bisschen mehr auszugeben. Ich glaube, unterm Strich wieder gelernt, einfach normal essen und nicht so ein Geschiss drum machen. Und das ist das Wichtigste. Sehr gut. Und das noch mit einem Salat mit Mangold und rote Beete. Da machen Sie alles richtig. Ja, und lecker ist es auch.